So, liebe Leute, herzlich willkommen bei meinem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, schauen wir uns den Nocta Makro Multicruiser an. Der hat einige Einstellungen und wir sind gespannt, was der so kann. Also, auf geht's. So, Leute, fangen wir auch schon an mit dem Nocta Makro Multicruiser. Ein absolut geiles Gerät, finde ich. Mir ist auch gleich aufgefallen, das untere Gestänge ist aus Carbon. Kann man hier sehen und es ist echt super ausbalanciert, das Gerät. Gefällt mir richtig gut, ja. In diesem Video schauen wir uns einfach die wichtigsten Einstellungen an und wir gehen nicht so sehr ins Detail, weil der Amphibio ist fast genau gleich, hat fast die gleichen Einstellungen. Natürlich hat er noch ein paar Programme mehr, aber schaut euch am Ende auch noch mal das Video vom Amphibio an. Das Tutorial ist auch sehr ein interessantes Tutorial und das Gerät ist auch top. Aber erstmal der Multicruiser. Also, wenn wir uns das Display anschauen, also der Multicruiser sieht schon sehr aufgeräumt. Also ich denke mal, ich finde schon, ein Einsteiger kann das sehr schnell auch begreifen und versteht auch schnell, was er hier drücken muss. Hier kommt man den Settings rein, ne, kann hier mit der Steuerung, kann man runterscrollen, hochscrollen, mit Plus und Minus kann man bestimmte Werte verändern. Dann zu den Optionen hier genau gleich, rechts oben, rechts unten, Optionstaste. Sehr einfach gelöst und man kann natürlich auch runterscrollen, Plus, Minus verändern. Ist extrem einfach. Rechts unten haben wir die Ground Balance, also hier kann man den Bodenabgleich machen. Mit diesem Knopf kann man ein- und ausschalten. Und hier ist die Steuerfunktion. So, hier oben haben wir bei den Suchprogrammen, also Mode, hier haben wir 1, 2, 3, 6 Suchprogramme. Ganz oben haben wir den Genmodus, das ist der Allmetallmodus. Ne? Wenn ich jetzt in die Settings gehe, ganz runterschalte, habe ich hier den Threshold. Der funktioniert nur und ist aktiv im Genmodus. Alle anderen Programme, 2 Ton, 3 Ton, ist er inaktiv. Ja, ganz klar, weil ein kontinuierlicher Hintergrundton funktioniert nur beim Genmodus. Ja, das ist so ein Schwellenwertton, wo man immer so im Hintergrund leise hört, damit man bestimmte feine Signale auch raushören kann. Und den kann man dann auch einstellen. Der ist jetzt auf 55. Ich benutze den meistens nicht, aber es gibt Sucher, die benutzen den. Und von dem her ja, ist es euch überlassen. So, dann haben wir den Zweiton-Modus, 3-Ton, 4-Ton. Sagt schon alles. Wir haben zum Beispiel einen 3-Ton, einen tiefen Ton, einen mittleren Ton und einen hohen Ton. Da gibt es einfach unterschiedliche Einstellungen, je nachdem, seid ihr auf verschrotteten Flächen oder nicht. Da müsst ihr schon selber ausprobieren, was am besten passt. Für mich ist der Dreiton-Modus ein ganz gutes Programm, weil ich am besten damit zurechtkomme. Bei mir auf den Feldern und so. So, dann haben wir den Beach-Modus, speziell für Flächen, wo die Mineralisierung ein Problem ist, Salzwasser, Strand etc. Das ist ganz klar, da hat man dann dementsprechend auch gute Einstellungen. Hier sieht man auch gleich, was ausdiskriminiert ist. Da ist Eisen aus, klar, am Strand möchte ich Schmuck finden. So, wenn ich hochgehe, sehe ich, ist die Diskriminierung, da kommt man auch gleich dazu bei den Einstellungen, auch ziemlich niedrig. Beim Genmodus muss sie ganz aus, eigentlich logisch. So, und jetzt gehe ich zum Deep-Modus, der ist auch minimal diskriminiert, aber da, das ist eher ja, für große Objekte, große Relikte, Flugzeugteile, die tiefer liegen, aber das sollte die Fläche nicht zu sehr vermüllt sein, sonst läuft der relativ unruhig, aber muss man ausprobieren. So, dann zu den Settings. Wir haben hier den Gain, das ist die Sensibilität, da kann man die Leistung des Gerätes einschalten, die Empfindlichkeit, dann haben wir hier die Disk. Na, da muss ich jetzt noch mal reinschalten in die Settings, die Disk. So, halt, ich möchte jetzt gerne zum Beispiel im Dreiton-Modus suchen. So, und jetzt möchte ich hier den Gain einschalten, den schalte ich dann so weit, wie es geht, hoch. Dann habe ich die Disk. Hier sieht man, wenn ich die Disk erhöhe, dann gehen die Segmentpunkte weiter hoch. Hier habe ich bis zu 24, Leitwert 24 ausgeblendet, bis zu Leitwert 15 ist Eisen. Aber so wenig wie möglich ausblenden ist immer besser, je nachdem, was ihr dann sucht. So, dann die Notch-Einstellung ist auch eine Art Disk, aber ich kann mit dieser Disk, gehen wir mit der Plus-Taste, ein Leitwert auswählen, zum Beispiel ein Objekt, welches ich nicht finden möchte. Na, sagen wir mal, Leitwert 34 kommt dieses Objekt rein und ich wähle dann dieses Objekt aus und sage, okay, das möchte ich nicht. Das habe ich jetzt hier mit der Select-Taste gemacht und dann kommt es auch nicht. Ja? Kann auch beliebig auch wieder
auswählen und wieder einblenden. Das macht Sinn, wenn ihr im Freibäder seid und zum 10. Mal einen Flaschendeckel gefunden habt und den möchtet ihr halt nicht mehr drin haben. Das ist eigentlich ein ganz gutes Feature. So, dann haben wir FE voll. Wir können die Eisenlautstärke ganz ausschalten oder stufenweise erhöhen von der Lautstärke. Ne? Kann ich jetzt aber auch in der Notch-Einstellung machen. Ganz aus kann ich die natürlich nicht machen, aber ich kann bei N5 kann ich es ganz laut machen oder bei N1 ist es relativ leise. So höre ich es auch noch raus. Ah, okay, das ist das Objekt, möchte es aber doch noch raushören. Ist eigentlich auch ganz praktisch. Tone Break, da könnt ihr jetzt festlegen, hey, ich möchte bei dem Dreiton-Modus entscheiden, wann der Mittelton in den nächsthöheren Ton übergreifen soll. Ja, mache ich nie was, ich lasse es so, wie es ist. Aber es gibt Leute, die möchten das verändern, möchten sagen, von Leitwert 18 möchte ich, keine Ahnung, ne, irgendeinen Ton möchte ich dann haben. Also eine Tonverschiebung ist das. Dann haben wir die Möglichkeit, den Ton einzustellen. Ne? Da haben wir auch verschiedene Metallzonen. Ne? Sagen wir einfach, wir möchten den Schwellenwertton vom Ton her individuell einstellen oder allgemein die Töne, je nachdem, was für ein Objekt reinkommt, möchte ich halt verändern. Ne? Das kann ich hier auch machen. Ist für mich auch, benutze ich nicht. Das ist für mich auch nicht wirklich wichtig. Aber es ist für so einen High-End-Detektor schon gut, wenn man das machen kann, weil einige machen das halt auch. So, genau, hier sehen wir ganz klar, Threshold, Schwellenwertton ist nicht drin. So, dann haben wir noch zuletzt den ISAT. Der ist hier bei dem Dreiton-Modus schon auf 3. Wir haben hier aber Werte von 0 bis 10. Und ihr könnt mit dem ISAT Fehlsignale vom Boden eliminieren. Das heißt, wenn ihr mineralisierte Gesteine habt, also wenn ihr irgendwo wohnt, wo es einfach Vulkangesteine, ganz viel Gestein ist, wo stört, dann könnt ihr diesen ISAT auch dementsprechend so einstellen, dass ihr die Fehlsignale eliminiert. So, genau. Dann haben wir die Optionen. In den Optionen können wir auch hier switchen mit der Pfeil nach oben und unten Taste, Volumen, also wir können die Lautstärke hier einstellen, wir können sie ausmachen, wir können die Displaybeleuchtung ein- und ausschalten in verschiedenen Stufen, sodass die dann auch ausgeht etc. Vibration kann ich aktivieren, deaktivieren, macht Sinn, wenn man im Wasser sucht zum Beispiel. Tracking, da kann ich auch Tracking aktivieren, deaktivieren. Das bedeutet, dass das Gerät regelmäßig einen Bodenabgleich macht. Dann die Frequenzen, das ist auch entscheidend. Deswegen heißt es auch Multicruise, hat 3 verschiedene Frequenzen. Also einmal die 19, dann die 5. Geht etwas tiefer, ja, aber verliert eher in den kleinen Teilen. Und jetzt sind wir schon wieder draußen. Da muss man relativ schnell reagieren. Also dann habe ich 14, das ist so ein Mittelwert. Finde ich eigentlich ganz gut und nehme ich sehr oft. Genau, also die 3 verschiedenen Suchfrequenzen haben wir. Und wir haben noch zum Beispiel die Möglichkeit, den Detektor wieder zurück in die Werkseinstellungen zu schalten oder bestimmte Einstellungen zu speichern. Das könnt ihr auch machen hier. Ne? Wireless-Funktion hat er auch. Also hat im Prinzip alles, was man braucht. Ich bin der Meinung, hat so ein bisschen mehr. Aber für diejenigen, die sehr viel individuell einstellen wollen, ist dieses Gerät einfach wirklich klasse. Ich bin auch gespannt, wenn ich auf dem Acker bin oder auf dem Feld, wie er so hinhaut, aber ich bin schon guter Dinge und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Schaut euch noch das Video an, das Tutorial von Amphibio, die sind sehr, sehr ähnlich. Ne? Also Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.